Meine lieben Himmelsrandabenteurer da draußen, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge aus dem wunderschönen, kalten Himmelsrand. Wir waren beim letzten Mal auf der Bogenwindspitze und haben versucht, das Wort zum der Macht zu holen, aber da hatte ein Drache was dagegen und der war ziemlich stark. Ich würde sagen, wir machen das später und machen erstmal was anderes. So, was haben wir denn hier noch? Guck mal, wir haben noch so viel. Ich bin ab sofort der Zuhörer und Anführer der dunklen Bruderschaft in Himmelsrand. Das klingt interessant. Sprich mit der Kontaktperson in Windhelm. Okay. Dann machen wir das doch. Warum auch nicht? Gibt dann wahrscheinlich gleich wieder Mordauftrag. So. Schön, dass Onmund auch mal wieder da ist. So, Waffen packen wir weg. Hauskerzenschein. Mal sehen, wen wir dieses Mal. Ich gehöre zur Besatzung der Nordwind. Wir ankern gerade eine Weile drüben in Windhelm. Aha. Gut, ein bisschen Zeit auf festem Boden zu verbringen. Ja, das glaube ich. Wenn. Lasst euch von Susanna nicht den Kopf verdrehen. Sie mag euch ja schöne Augen machen, aber ihr geht es dabei nur ums Trinkgeld. Ach so, verstehe. Vermisst ihr Ulfric Sturmmantel? Oh ja, und ob? Ja? Er mag ja nicht perfekt gewesen sein, aber er wusste, was es heißt, ein Nord zu sein. Hm. Das Kaiserreich nimmt unsere Unterstützung als selbstverständlich hin. Tausende Nord haben im großen Krieg ihr Leben verloren. Und wie dankt man es uns? Ja. Das Kaiserreich verbietet die Anbetung von Talus, dem meistgeliebten Sohn von Himmelsrand. Schöne Dankbarkeit. Vermutlich will ich einfach nur sagen, dass Ulfric für uns eingetreten ist. Für ganz Himmelsrand. Hm. Nur, wer soll jetzt für uns einstehen? Ich. Habt ihr Gerüchte gehört? Es heißt, Valion von Moortal hat Vampire, Draugere und alles, was mit Untoten zu tun hat, studiert. Ja, habe ich schon gehört. Danke. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich. Ja, wünsche ich auch. Und macht nichts kaputt. Okay, warte mal. Ich glaube, ich muss nach oben. Von einem Leben auf See bekommt man schwache Beine. Deshalb gehe ich viel spazieren, wenn wir mal wo anlegen. Nervöser wird. Ihr wurdet also von der dunklen Bruderschaft geschickt? Ja. Ihr müsst den großen Arbeiter auf Katlas Hof töten. Hier ist das versprochene Gold. Macht es schmerzhaft. Okay. Ulfric Sturmmantel war ein wahrer... Die Sturmmäntel sind fort. Doch Talus wird nie in Vergessenheit geraten. Mir ist egal, was die Talmor sagen. Ihr müsst wegen Ulfric Sturmmantels Tod am Boden zerstört sein. Mir egal, was das Kaiservolk sagt. Als Ulfric Sturmmantel starb, hat Himmelsrand einen seiner größten Helden verloren. Nun werden die Talmor sich endlich durchsetzen. Und die Verehrung von Talos wird ein für allemal abgeschafft. Aha. So glauben sie es zumindest. Verstehe. Diese wahren Söhne und Töchter von Himmelsrand werden niemals aufhören, den mächtigen Talos zu verehren. Wenn nicht in den Tempeln, dann in unseren Herzen. Oblivion verschlinge die Talmor. Ich werde immer an Talos glauben, selbst wenn es mich mein Leben kostet. Lasst sie mich doch zum Märtyrer machen. Verstehe. Die ist nicht begeistert. Segen sei mit euch. Hallo, Rolf. Eure Augen gefallen mir nicht. In ihnen liegt ein schlimmes Verlangen. Mir gefällt eure Einstellung nicht. Ach ja? Pech. Das ist unsere Stadt. Unsere. Glaubt ihr, ich kann es mit euch nicht aufnehmen? 100 Septime und ich befördere euch dahin zurück, wo ihr hergekommen seid. Ich habe Besseres zu tun. Ihr seid ohnehin nur Fallobst. Ja. Geht mir aus den Augen. So. Ihr braucht etwas? Was braucht ihr? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Gerade nichts. Jede Nacht gehe ich in den grauen Bezirk und lasse diese Grauhäute wissen, was ich von ihnen denke. Gut.
Wenn ihr einen Söldner sucht, habt ihr ihn gefunden. Ja, nee. In ganz Himmelsrand werdet ihr keinen stärkeren Schwertkämpfer anheuern können. Gerade nicht. Wir haben gerade zu tun. Mir gehört der Frostdistelhof außerhalb. So. Katlas Hof, das sagt mir was. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo das war. Aber wir waren auf jeden Fall schon mal dort. Müssen wir gleich mal gucken. Töte die Zielperson. Ja, Einsamkeit, okay. Dann reisen wir da mal eben flott rüber. Psst. Hey, ich weiß, wer ihr seid. Lang lebe Cities. Redet mit Diamond, wenn ihr ein Pferd haben wollt. Oder sprecht mit... Was? Lang lebe Cities. Geil. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Was? Das war jetzt aber nicht nett. Großer Arbeiter. Ich glaube, wir warten mal, ne? Hier ist mir zu viel los. Wir warten mal, bis es spät ist. Also dunkel. Oh, guck mal. Ja. Treffe ihn nicht. Scheiße. Oh, was? Komisch. Die hätten mich doch gar nicht sehen können. Mist, jetzt habe ich so ein blödes Kopfgeld. Aua. Werde euch töten. Aua. Hey. Mann, oh. Schnell weg. Nichts passiert. Und hier vorne ist noch ein Findling. Den würde ich gerne mitnehmen. Oh, hier liegt ein Büchlein. Der Exodus. Kennen wir das schon? Ich bin mir nicht sicher. Aber anscheinend ja. So, hier vorne ist der Findling.
Welcher ist das? Ach, der Lehrlingstein. Okay. Cool. Gut, dann. Zielperson. Dämmerstern. Zack. Einmal flott rüber. So. Hier ist schon wieder Drachen-Action. Aber das soll mich jetzt gerade nicht stören. Ich gebe jetzt erstmal den Auftrag ab. Die neuen Initiaten machen sich gut. Eifrig, motiviert und keine Angst, sich die Hände nass zu machen. So. Ein weiteres Kind hat zu seiner Mutter gebetet. Sprecht mit dem entehrten Skalden an der Bardenakademie in Einsamkeit. Das ist nicht gut, da war ich gerade. Nehmt sein Gold und dann beseitigt das Ziel. So beginnt ein Kontrakt mit Blut besiegelt. Ah, ja. Gibt direkt wieder einen neuen Auftrag. So, hier. Können wir mal ein paar... ein paar neue Dinger lernen. Menschenfleisch, Vampirstaub, Lotusextrakt. Bisschen Alchemie leveln. Gesundheit senken. So. Zack. Nirnwurz. Was können wir noch? Frostresistenz. Unbedingt. Was können wir noch? Magika senken. Ausdauer wiederherstellen. Das ist auch sehr schön. Okay, da fehlt uns was. So, guck mal, haben wir einmal schön die Alchemie gelevelt. Perfekt, danke sehr. Okay. Klöder. Ach hier, Babette. Braucht ihr Alchemie-Zutaten? Nö. Oder Training? Training, was? Moment. Hallo Zuhörer. Eine Wissenschaft, die viel gibt, aber auch viel nehmen kann. Mhm. Mal sehen, was ich euch beibringen kann. Die kleine Babette. Sehr gut. Dankeschön. Nun gut. Dieser Ort fühlt sich schon wie ein Zuhause an. Das muss an all dem Blut... So. Und erstmal raus hier. Gut, dann, was haben wir noch? Bruderschaft haben wir gemacht. Reicht erstmal. Esbären... Finde Joftens Notizen zum Schmieden von goldener und dunkler Ausrüstung. Bei der Halbmondhöhle. Das machen wir doch gerne. Todeshunde sehen auch krass aus. Ah, guckt euch dieses wunderbare Wetter an.
Und hier ist noch sehr viel, was ich noch nicht aufgedeckt habe. Das ist auch cool. Okay, ich bin gerade verwirrt. Warte mal. Okay. Hier scheint anscheinend irgendwo was versteckt zu sein. Jo, unter der Brücke. Gold. Ebenerzbarren. Joftens Notizen. Die lesen wir doch mal. Okay. Danke. Nehmen wir mit. Und was hat uns das jetzt gebracht? Nix, oder wie? jetzt können wir die Sachen herstellen, glaube ich. Ja, gut, gut. Soll mich nicht stören. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Denn hier ist anscheinend noch einiges zu entdecken. Halbmondhöhle? Waren wir schon. Gehen wir hier lang. Oh, ein Fuchs. Okay, hier vorne kommt gleich eine Höhle. Oder zwei vielmehr. Und hier oben ist auch noch irgendwas. Ah, ich weiß schon wieder nicht, was ich zuerst machen soll. Na, bleib stehen. Ja, das hat er nun davon. Was ist euer Ende? So, Ruhe ist. So, jetzt möchte ich mir aber die Hütte hier nochmal angucken. Kommt man da irgendwie rein? Jägersruh. Jägersruh, Jägersruh. Okay. Scheint aber gerade niemand da zu sein, oder? Hm. Doch. Jäger, hallo. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Schön. Werft einen Blick drauf. Okay, danke. Brauche ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschö. Kommt der Nächste. Wer ist er? Eure Augen gefallen mir nicht. Ah, noch ein Jäger. In ihnen liegt ein schlimmes Verlangen. Gut, hier vorne ist noch eine Höhle. Die hätte ich schon noch gerne mal mitgenommen hier. Moosmutterhöhle. Auch noch nie gesehen. Hallo? Ihr da? Ja, was los? Hier drüben.
Bitte, ich brauche Hilfe. Fall da. Kynare sei Dank, dass ihr gekommen seid, Fremder. Ja. Ich hatte fast schon die Hoffnung verloren, von hier verschwinden zu können. Aber? Was macht ihr hier draußen? Wir sind einem Bären bis zu dieser Höhle gefolgt. Für die Pelze gibt es nämlich gutes Geld. Ja, wir weiß ich. Wir haben das Tier schön in die Enge getrieben, als sie plötzlich auftauchten. Drei von ihnen, wie aus dem Nichts. Zweiglinge. Nils ging zu Boden, bevor wir überhaupt wussten, was los ist. Ari ist drinnen gestorben. Ich hatte nie geglaubt, dass es diese Dinger wirklich gibt. Oh nein. Ich glaube, ich habe den ein oder anderen Tropfen Blut verloren. Ehrlich gesagt, in diesem Zustand gehe ich nirgendwo hin. Mir tut sogar das Atmen weh. Heile Waldas Wunden. Vielleicht habe ich einen Trank übrig. Ich brauche nicht viel, um wieder auf die Beine zu kommen. Zaubertrank der Heilung. Hier, bitte. Viel besser. Danke, Freund. Ja, ohne das hätte ich nicht viel länger durchgehalten. Natürlich, kein Problem. Aber was nun? Ich kann doch nicht einfach weglaufen. Nicht solange die Leichen meiner Freunde noch dort drin sind, von diesen Bestien in Stücke gerissen. Verstehe, lasst mich euch helfen. Seid nicht albern, ich tue es. Ihr würdet wirklich euer Leben für die Ehre eines Fremden riskieren? Ja, na klar. Da fehlen mir die Worte. Danke, mein Freund. Ich warte hier. Gut, säubere die Moosmutterhöhle. Das klingt doch nach Arbeit für uns. So, pass mal auf, aber da werde ich jetzt eine andere Waffe brauchen. Wo ist denn? Hier, Zorn des Roten Adlers. Mal eben einmal aufladen. Zack. Und Rinder. Jo, hier liegen seine Kumpels. Ei, 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 ei. Ari. Oh. Wo ist er? Da hinten. Hallo, Bär. Schöner Crit. Jawoll. Oh, noch einer. Abgeschlossen. Kehre zu Walda zurück. Aber erst gucke ich mich um. Yeah. Gold, Halskette, Eisenrüstung. Nee. Cool. Cool, cool, cool. Ich liebe ja diese kleinen Höhlen, ne? Das ist ja voll mein Ding. Da macht das Erkunden immer richtig Spaß. Auch wenn die jetzt nicht sonderlich groß sind, aber die sind oft sehr, sehr schön gestaltet. Gut, da wird sich der Walder jetzt aber freuen, glaube ich. Mal sehen, was er sagt. Er wird uns bestimmt sehr dankbar sein, dass wir die Höhle gesäubert haben. Dann wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Ja. Wenn man so will. Bitte, ich will euch das hier schenken. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es ist mir wichtig.
Ari gab mir diesen Dolch, als wir gemeinsam zu jagen begannen. Oh. Sie sagte immer, er brächte ihr Glück. Ihr solltet ihn nun bei euch tragen. Ich werde sie ordentlich begraben und mich dann auf den Rückweg machen. Ja. Stattet mir einen Besuch ab, wenn ihr jemals nach Falkenring kommt. Mach ich. Ihr seid jederzeit willkommen. Ach, das ist aber nett. Dankeschön. Guck mal. Wie cool. Schöne kleine Nebenquest. Objekte. Weil das Glücksdolch war es, ne? Oder? Mal gucken. Wo ist das Ding? Oder ist das keine Waffe? Doch, da. Ach ja, 25% Erfolg für einen Crit. Alles klar. Dankeschön. Ja, Freunde. Da haben wir wieder jemandem geholfen. Und das machen wir natürlich gerne. So. Aber Onmund und ich, wir werden uns jetzt hier kurz ein bisschen ausruhen. Die Aussicht genießen. Vielleicht machen wir auch ein kleines Grillerchen mit einer Pilsette. Wir schauen mal. Aber es geht dann schon bald mit einer neuen Folge weiter. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!